So, weiter geht's bei den Missionen. Jetzt müssen wir den Wachposten schockieren. Oh mein Gott. Das ist die letzte in dieser Reihe und dann geht's schon wieder weiter. Und vielleicht war das schon Halle der Helden danach? Ich weiß es gar nicht. Weil bald müsste eigentlich mal die nächste Halle der Helden rein theoretisch kommen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie weit das ging. Na gut, erstmal den Wachposten schockieren. Das kriegen wir ja hin. Das sollte kein Thema sein. Laden. Also diese Missionstitel, die sind mir voll überhaupt nicht mehr im Gedächtnis geblieben. Kein Stück. Also wenn hier keine Schockviecher kommen, dann weiß ich auch nicht. Ja. Oh, die Slimes sind ganz besonders doof. Weil die heilen sich sogar noch durch Schock, muss man dazu sagen. Das ist ganz toll. Gegner, die sich durch... Ach, wollte ich nicht irgendwas rüberhandeln? Ach, egal. Jetzt habe ich schon verpennt. Ja, ich wollte eine Pistole machen. Na gut. Gefällt? Ich hoffe, ich denke bis zum nächsten Mal da dran. Oder ich mach. Nee, ich hab. Müsste ja Energie verschwenden und das habe ich. Ja, das ist. Das, wenn man am Wochenende ausgeplant war und deswegen keine Zeit für irgendwas hatte und. Ja. Dann vergisst man sowas schon mal schnell. Na gut. Yay, eine Pill. Ich hoffe, ich denke bis zum nächsten Mal dran. Wenn ich. Action, schreib mir mal. Am besten jetzt, wenn du den Part siehst. So. Wer die beste Option? Haben die sich gerade da oben gegenseitig umgebracht? Seems so. Wo sollte das denn sonst herkommen? Das macht das für mich keinen Sinn. Und geht sterben. Yay, Herzen. So. Hey, du Heiler. Ach, oder ihr könnt auch. Bam. Das habt ihr jetzt davon. Man sollte nicht so nah an explosiven Sachen sein. Ja? Könnt schnell nach hinten losgehen. Badum. Oh Mann. Der war so schlecht. Aber er hat zum Rest gepasst. Gegen Explosion und nach hinten losgehen und. Ihr versteht schon. So. Und jetzt noch den Heiler. Komm. Also Schock ist immer noch das nervigste Element. Ich hasse es. Also, zumindest wenn man es sich selbst nutzt. Also als Gegner ist es nervig. Trotzdem ist mein Lieblingsbereich im Spiel damit gepflastert. So. Weil ich mag das Element einfach so an sich von als Gegner nicht. So an sich ist es. Also ich mag es als Gegner nicht, aber so an sich ist Schock und Feuer cool. Aber als Gegner ist das arg nervig. Permaschaden, und wenn man wieder Schock abkriegt, dann wird es verlängert und dann wird man zwischendurch noch stehen. Es ist so richtig nervig, wenn man Permaschock kriegt. Ja, natürlich trifft mich das, weil ich nicht genau in der Mitte war. Mann. Da habt ihr es jetzt gesehen, dass man seinen Angriff und alles einfach abbricht, wenn man geschockt wird. Wegen dem Effekt. Komm, hier ist nicht Tower. Ja, ich wusste es. So, den haben wir down. Da unten ist er schon gespawnt. Zum Glück habe ich keinen Schockeffekt abbekommen. Na, kann ich mich nochmal glücklich schätzen. So, hier unten sollten nur Kristalle oder sowas sein. Ja. Und gleich einen großen. Ich hoffe einfach nicht mehr auf die ganz großen.
ich einen großen habe, dann gehe ich einfach weg da. Und was spawnt hier? Ah, die Viecher. So, na. Los. Nehmen wir mal eine Pill. Und. Nein. Noch nicht ganz tot, so. Also eine Sache, die ich auch weiß, die ich nicht gehen werde, ist. Und wenn wir an so einem Bereich vorbeikommen, ich weiß gar nicht, gibt es so welche Bereiche in Mission? Ich glaube, die gibt es nur in Arcade. Ernsthaft? Da trifft mich der letzte Schock. Wenn wir dran vorbeikommen, dann zeige ich euch das. Ja, wenigstens werde ich geheilt. Das gefällt mir doch. Auch wenn ich was anderes hätte haben können, na gut. Nee, ich kann es euch auch jetzt schon sagen. Also, es gibt so Bereiche, da kommt man mit Energie rein. Und die kosten 3 Energie halt, so wie als wenn man dahinter nur Ton hätte. Und es ist so ein Gefahrenbereich. Also, die Gegner sind viel stärker und alles als normal für die Ebene. Und selbst die Gegner auf der Level 1. Ah, natürlich. Im Level 1 Bereich. Sind mit T3 Bereich schon ziemlich hartnäckig teilweise. Und die auf T2 sind schon übel. Aber gut. Falls sowas kommt, zeige ich es euch. Ich glaube, bei Mission kommt sowas auch gar nicht. Aber ich will mich nicht festlegen. Nein, die Kill. Oh, ich bin doof. Das ist, daran denke ich jedes Mal nicht. Passiert aber auch ziemlich schnell. Aber meistens waren nicht die anderen manchmal sogar vor mit Nein und dann zu spät. Gut. Ist nur eine Kiste, ist nicht ganz so tragisch. Obwohl, wenn es eine grüne Kiste ist, eine rote wäre schlimmer. Da können seltenere Sachen drin sein. Bisschen mehr. Also aus einer roten kriegt man wahrscheinlich eine Waffe als auch aus einer grünen. Wenn man überhaupt aus einer grünen welche bekommt, ich weiß es nicht mehr. Gut, ist mir jetzt auch bis jetzt nur zweimal passiert. Einmal habe ich eine Pistole daraus bekommen und einmal halt das Schild, was ich dann mir noch rüberhandeln werde. Sobald ich mir auch das Rezept da rein theoretisch verkaufen könnte. So. Los. Geht sterben. So. Und du gehst. Ist auch kaputt. So. Yay. Gut. Verschwindet das? Ich weiß nicht. Hier erstmal nach unten. Wenn danach noch Gegner kommen, kann ich die da immer noch danach verwenden. Oder hier kommen Gegner. So geht's natürlich auch. So. Geht kaputt. Oh, jetzt noch den Tourette. Geht kaputt. Gehen wir da dran und nehmen den Schlüssel. So. Ich weiß nicht, kam Gegner, wenn ich das jetzt ein. Nö. Gut. Pill. Und hoch. Jetzt kam ein Gegner. Na gut, ich hätte es mir vielleicht auch bewahren können. Ah gut. Spielt jetzt auch keine Rolle mehr. So, der ist kaputt und der Heiler auch. Obwohl, Maschinen heilen ist eh schon das Coolste. Wie das geht, soll mir mal einer zeigen. Wenn es ein Techniker wäre, würde es vielleicht nur noch ein bisschen Sinn machen. Das ist ja ein normaler Heiler. Na gut. Vielleicht haben die auch einfach Leben in sich und. Ich denke lieber nicht drüber nach. Es ist ein Spiel. Im Spiel noch die Logik suchen, das ist teilweise echt. Vor allem in so einem Spiel. Ah, nein, 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 nein. Euch mache ich nicht tot.
Warte, da ist auch so ein Heinzimmer. Hampelmann. Wie auch immer. Bam. So, das Wichtigste haben wir schon kaputt. Und. So. Soll jetzt kaputt gehen. Geht doch. So. Und durch da. Jetzt müsste ich wieder sowas mit in der Mitte, so ein... Nee, ich wusste nicht, wie ich es beschreiben sollte. Aber das war mir klar, dass sowas kommt. Und... Geht weg. Ach, ein Heiler ist da auch noch. So. Gegenhauen. So. Geh kaputt. Gut, der hat nichts mehr an. Ah, das explodiert. Fail. So, Gegenschlagen. Aua. Heilen. Ja, wie man sieht, sind das zwei Spawn-Plattformen, aber gut. Jetzt heißt es nur warten, bis das Schild weggeht. Wenn da nicht gerade Bomben sind. Hopp, hier weg, Schild. Ja, noch habe ich nicht so viel Attack-Speed. Los, das Schild soll weggehen. Ja, komm, geh kaputt. So, weg mit dem Schild. Ja, kaputt. Schön. Jetzt können wir noch den hier kaputt machen. Der nervt. Und zack. Müssten wir die Mission fertig haben. Ach, erstmal können wir noch ein paar Kisten. Yep, Mission fertig. Oh, Items kriegt man auch relativ selten eigentlich durch diese Dinger. Na gut. Soll ja auch nicht von Nachteil sein. Zack. Und Mission fertig. Vier? Na gut, die ist nicht ganz offen, weil das spielt auch keine Rolle. Driftwood. Mhm. Gut, wenn das. Das muss ja nicht mal auf 5. Erst das nächste muss auf 5. Gut. Oh, Rang höher. Stimmt. Jetzt bin ich Ritter, nicht mehr Soldat. Gut, hier geht's dann beim nächsten Mal weiter. Kommt danach die Halle der Helden? Ja, danach kommt die Halle der Helden. Und da brauche ich dann auch, aber bis... Also nächste Woche bräuchte ich irgendwie ein paar... Muss ich ein paar Leute finden, die Gliver machen. Gut, auf jeden Fall geht's beim nächsten Mal hier weiter mit dem... Noch mal bis dahin, ich bin beim Indiana Jones.